Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Jörg Meuthen nach der Wahl durch gezieltes, unausgewogenes Hervorheben und Weglassen suggeriert, Alice Weidel und das Wahlprogramm seien schuld daran, dass die AfD 2% verloren hat. Im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach im Einzelnen ja, die Statistiken und wie man ganz einfach sehen kann, dass Jörg Meuthen gezielt einen Trugschluss den Leuten nahebringen will. Denn wenn man sich vor Augen führt, dass die Union sehr, sehr krass verloren hat, dann hätte eigentlich jeder gesagt, naja, die neue konservativ-freiheitliche Kraft, die AfD, die müsste dann eigentlich einen Schub bekommen. Stattdessen haben wir noch Stimmen an die Union abgeben müssen. Das ist unerfreulich. Und dann brauchen wir innerparteilich, und das werden wir auch innerparteilich tun, eine klare und schonungslose Analyse, woran das gelegen hat. Das werden wir machen, indem wir zunächst mal eine Nachwahlbefragung in Auftrag geben. Und dann werden wir sehen, wo die Fehler lagen. Ich habe, das ist, glaube ich, von mir bekannt, eigene Erklärungsansätze. Wir haben im Wahlprogramm, wie sicherlich auch im Spitzenkandidaten-Duo, unsere Kernklientel und wie ich finde, das ist ausgezeichnet gelungen, bedient. Wir haben die wirklich erfolgreich bedienen können. Diese Gruppe konnten wir zu 100% abrufen. Das sind die 10,3%, die wir haben. Zugleich gehört zur Wahrheit, dass es uns nicht gelungen ist, neue Wählerschichten zu erschließen, was ich immer anmahne, dass wir das tun müssen, um wirklich politisch erfolgreich zu arbeiten. Und dann werden wir eben auch über Komponenten des Wahlprogramms reden müssen, ob es wirklich klug war, in das Wahlprogramm zum Beispiel eine Dexit-Forderung reinzuschreiben. Das hat der Bundesparteitag so entschieden und dann ist das so. Es ist von mir bekannt, dass ich das sehr skeptisch gesehen habe, ebenso wie Alexander Gauland übrigens. Ich glaube, dass man damit sehr stark die eigene Blase bedient, aber erhebliche Akzeptanzprobleme außerhalb der Blase hat. Und das hat Gründe, die wir analysieren müssen und die werden wir auch analysieren. Die Gründe in medialer und gesellschaftlicher Stigmatisierung zu suchen, halte ich persönlich für zu kurz gegriffen deshalb, weil wir das schon immer haben. Seit wir antreten zu Wahlen, sind wir in dieser Stigmatisierung. Wir haben aber entgegen dieser Stigmatisierung unsere Erfolge eingefahren. Das heißt, jetzt zu sagen, die Stigmatisierung ist der entscheidende Grund, wäre, glaube ich, zu kurz gegriffen. Frau Weidel, Jörg Meuthen hat Ihnen beiden als Spitzenkandidaten-Duo jetzt lang und breit erklärt, warum Sie die Wahl mehr oder weniger in den Sand gesetzt haben. Das scheint nicht so richtig abgesprochen gewesen zu sein zwischen Ihnen, zumindest fühlt sich das hier nicht so an. Inwiefern hat es eigentlich verangebracht, was da hier gerade passiert? Herr Kollege, beim Bundessprecher. Lassen Sie die Maske beim Fragestellen noch auf, danke. Das hat er mir zuliebe gemacht, dass man ihn auch verstehen kann. Herr Schmidt, Sie stellen genau die richtige Frage und Sie werden auch Verständnis dafür haben, dass ich sie hier und heute nicht beantworten kann. Ich werde sie so nicht beantworten hier in der Öffentlichkeit. Welchen Eindruck erweckt Jörg Meuthen? Durch die Aneinanderreihung entsteht der Eindruck, die AfD hätte 2017 12,6% bekommen. Das wäre durchgängig so geblieben. Und dann, nachdem das Spitzenduo Wahlkampf betrieben hat und das Wahlkampfprogramm beschlossen wurde, hat die AfD 2% eingebüßt. Und dann ist die Schlussfolgerung klar, das Spitzenduo und das Wahlprogramm, ja, es ist zu engstirnig, zu wenig weltoffen, zu borniert. Es wird nur die eigene Blase angesprochen und die anderen kann man damit nicht erreichen, weil das sind einfach weltoffenere Leute. Und ja, also man hat also seine eigenen Wähler, die sind fest, aber darüber hinaus geht nichts. Weil die anderen Leute, die kann man damit nicht ansprechen, das würde gar nicht gehen. Aber die Leute, die dummen Leute sozusagen, die konnte man ansprechen. Aber die wählen einen sowieso immer. Da muss man gar nichts machen. Die wählen einen immer, da kann man, das sind unsere Stammwähler. Also ja, gar kein Problem. Die kann man eigentlich auch vernachlässigen. Man soll sich doch eigentlich lieber auf die anderen Wähler konzentrieren, weil die Stammwähler, die wählen einen sowieso. Die konnte man abrufen, aber das ist eigentlich klar, dass man die abruft, das ist klar. So etwas überspitzt, denke ich, kann man schon sagen, dass Jörg Meuthen das so ungefähr gemeint hat. Also dass es jedenfalls so angekommen ist. Und das ist das Entscheidende. Es war in den vergangenen Jahren auch so. Natürlich hat Jörg Meuthen nie gesagt, der Flügel ist rechtsextrem. Aber das Entscheidende ist, das hat er suggeriert. Wenn er sich als Parteivorsitzender von diesem Teil der Partei trennen will und die Medien das aufgreifen,
dann bringt er damit zum Ausdruck, dieser Teil der Partei, er ist unmöglich, er ist verachtenswert. Ich möchte mit Ihnen nichts zu tun haben, als Parteivorsitzender. Sie sollen Ihre eigene Partei machen. Diese geweckten Suggestionen sind das Entscheidende. Jetzt kann man sagen, das ist ja vielleicht nicht nett, aber vielleicht stimmt es ja, vielleicht ist das ja so. Aber wenn wir uns die Umfragen einmal genauer angucken, dann sieht man gleich, dass das Unsinn ist, vollkommener Unsinn, was er erzählt. Betrachten wir zunächst das Jahr 2017 mit 12,6%. 2015 war das Jahr der Flüchtlingskrise und die AfD lag schon bei 15%. Es kam dann das Rechtsextremismus-Framing. Die Medien haben Druck gemacht. Und tatsächlich, die Flüchtlingskrise, sie wurde vergessen, die Medien haben es nicht thematisiert. Es kamen andere Dinge, oder man kann auch sagen, die Medien haben andere Dinge in den Vordergrund gestellt und die AfD ist in Umfragen auf 9% gesunken. Die AfD hat aber 12,6% geholt. Und danach ging es steil bergauf. Es ging rauf bis auf 18% im Jahr 2018. Und es gab kein Sonderthema wie die Flüchtlingskrise. Warum ging es bergauf? Die AfD war im Bundestag und aus meiner Sicht hat die AfD Spitzenpersonal. Es waren Quereinsteiger, die Reden waren überragend und es war einfach klar, dass da ein Qualitätsvorsprung ist. Die AfD war ja auch die Partei mit den meisten Professorentiteln im Bundestag. Sie wurde ja auch ursprünglich als Professorenpartei verspottet. Die Medien haben dann im Folgenden dieses Stigma ausgetauscht, sozusagen die weltfremden Professoren, wurde dann ausgetauscht durch das Stigma der Abgehängten, der Verlierer. Warum ging es erst einmal bergauf und danach nicht mehr? Es kam Streit in die AfD. Und an diesem Streit ist aus meiner Sicht Jörg Meuthen mit hauptverantwortlich. Die Spaltung der Fraktion in Baden-Württemberg. Voreilig wurde Gideon ausgeschlossen, anstatt dass man abwartet. Anstatt dass man das genau untersucht, hat Jörg Meuthen darauf bestanden, Gideon muss sofort raus und hat die Fraktion gesprengt. Aus meiner Sicht hätte man das anders lösen können. Das hat in Baden-Württemberg nachhaltig einen schlechten Eindruck hinterlassen und die AfD hat sich nie wieder davon erholt. In der AfD tobte innerlich ein Kampf, der zunächst für die Öffentlichkeit nicht so offensichtlich war. Bis 2019 war ich auch noch ein Meuthen-Fan, fand ihn gut, fand, dass er es irgendwie gut macht, aber man steht ja als Anhänger hinter den Spitzenleuten. Nachdem die Stimmung schlechter wurde durch die ganzen Streits, gab es 2019 nochmal einen kleinen Aufschwung durch die Landtagswahlergebnisse im Osten. Das gab noch einmal Auftrieb. Es kam dann der Parteitag und Jörg Meuthen wurde bestätigt. Es war dann noch einigermaßen ruhig und stabil bis zur Hamburg-Wahl. Und dann ist die AfD über alle Umfragen hinweg von 14% auf 9% abgestürzt und ist seitdem dort geblieben. Was ist passiert? Es gab aus meiner Sicht drei Ereignisse, die das Stigma der AfD zementiert haben und von der sich die AfD nicht mehr erholen konnte. Bis heute nicht. Das war als erstes die Flügelauflösung nach dem Hanau-Attentat. Aus meiner Sicht der denkbar schlechteste Zeitpunkt, den Flügel aufzulösen. Für den Verfassungsschutz bringt es nichts, weil die Mitglieder bleiben Mitglieder. Es wurde der Eindruck erweckt, die AfD will es dem Verfassungsschutz recht machen, dann kamen die Medien aber sofort mit dem Zeigefinger, die Flügelauflösung bringt doch gar nichts, die Leute bleiben ja weiter Mitglieder, die AfD geht nicht weit genug. Es ist letztlich egal, aus welchem Grund der Flügel aufgelöst wurde. Entscheidend ist, dass der Eindruck vermittelt wurde, die AfD schäme sich für den Flügel und sie wolle es dem Verfassungsschutz recht machen, wolle es den Medien recht machen. Es gab aus meiner Sicht keine überzeugende Erklärung für die Allgemeinheit. Als nächstes kam dann die Idee von Jörg Meuthen, die AfD sollte doch im Osten oder die Flügelleute sollten doch ihre eigene Partei aufmachen. Er hat damit den Eindruck erweckt, die Leute, ja, sie sind unmöglich, sie sind einfach doof und ich möchte mit ihnen nichts zu tun haben, als Parteivorsitzender. Er hat diese Leute damit klar verächtlich gemacht. Es entstand der Eindruck, das sind eigentlich die Rechtsextremisten. Jörg Meuthen als Parteivorsitzender will mit ihnen nichts zu tun haben. Und die Medien haben das rauf und runter zitiert. Und das ist ganz entscheidend, weil dadurch haben die Medien ihr Alibi bekommen, die AfD ausgrenzen zu können. Es war ja die ganze Zeit das Problem, dass die AfD nicht an die Öffentlichkeit durchkam. Das war immer das Problem. Und diese Schwankungen in Umfragen, sie liegen daran, ob es der AfD gelungen ist, durchzudringen oder nicht. Was war stärker? Der Leidensdruck der dilettantischen Politik, der unfähigen Altparteien zu entfliehen oder das Rechtsextremismus-Stigma, dass die AfD überhaupt keine Alternative ist. Im Jahr 2020 wurde durch die Flügelauflösung und durch die Verächtlichmachung dadurch, dass man sagt, ihr sollt eure eigene Partei machen, als Alibi geschaffen für die Medien sagen zu können, das sind unmögliche Leute, das ist einfach ja, indiskutabel, nicht wählbar. Und als Schlimmstes kam dann der Ausschluss von Andreas Kalbitz.
Er ist ja der Spitzenmann von Brandenburg gewesen. Und wenn er rechtsextrem ist, dann sind es auch alle seine Anhänger, die ihn gut finden. Alle Leute, die hinter ihm stehen. Und indirekt macht auch Meuthen selbst sich verächtlich, weil er mit Kalbitz in derselben Partei war und er lange mit ihm gut auskam. Viele Spitzenleute in der AfD stehen nach wie vor hinter Andreas Kalbitz heute und sagen, an ihm gäbe es nichts zu beanstanden. Zum Beispiel Roman Reusch oder Roland Hartwig. Der Ausschuss war umstritten und er hat die AfD gekillt, kann man sagen, bei den Leuten, bei der Allgemeinheit. Für 75% der Leute war im Juni die AfD unwählbar. Es war für die Leute der Beweis. Die AfD, es sind unmögliche Leute. Die unmöglichen Leute bekommen die Oberhand. Das ist das, was die Allgemeinheit vermittelt bekommen hat. Und daran beteiligt war maßgeblich Jörg Meuthen. Aus meiner Sicht ist er es, der es verhindert hat, dass die AfD von 18% auf über 20% gekommen ist. Wo es dann unmöglich gewesen wäre, die AfD auszuschweigen, wie es heute der Fall ist. Die AfD hatte diesen Schritt über die 20%, er war zum Greifen nah. Und dann kamen diese ganzen Streits, kam die Verächtlichmachung durch Jörg Meuthen als Kronzeugen für die Medien. Aus meiner Sicht ist er hauptverantwortlich dafür, dass die AfD nicht über 20% bekommen hat, sondern dass die AfD nur 10% bekommen hat. Und über die 10% kann man schon froh sein. Man kann überhaupt froh sein, dass die AfD über 5% bekommen hat, nach den Aktionen, die 2020 gelaufen sind, nach dem ganzen Streit. Aus meiner Sicht ist es vorsätzliche Täuschung, das Wahlprogramm und das Spitzenduo verantwortlich zu machen dafür, dass man von 12,6% auf 10,3% abgesunken ist. Weil dieser Bruch nach der Hamburg-Wahl Anfang 2020 ist über alle Umfrageinstitute hinweg unübersehbar. Es ging runter von 14% auf 10% und dort blieb es. Und das ist auch nachvollziehbar, dass es dort blieb. Und dort blieb es die ganze Zeit. Und ist natürlich auch vollkommen klar, durch Corona kamen zwar die Medien an die Leute weiterhin gut ran, aber die AfD kam viel schlechter an die Leute ran. Da die AfD durch die großen Medien ausgegrenzt wird, bleibt natürlich nur noch der persönliche Kontakt, der eingeschränkt wurde. Auffällig ist auch die Bagatellisierung der Medienwirkung durch Jörg Meuthen. Dabei war es natürlich ein permanenter Kampf der Täuschung. Die Medien mussten das Kunststück fertigbringen, heimlich die AfD verächtlich zu machen und trotzdem zu suggerieren, jedenfalls die Öffentlich-Rechtlichen, wir erfüllen unseren Programmauftrag, wir sind glaubwürdig. Und Jörg Meuthen war als Kronzeuge der größte Unterstützer der Medien, dass Teile der AfD unmöglich sind. Und wenn große Teile der AfD unmöglich sind, dann ist die ganze AfD unmöglich, weil man sich nicht mit unmöglichen Leuten abgeben kann. Das ist ganz einfach. Die Medien wollen die AfD entmutigen, die Anhänger. 10%, ihr könnt nichts erreichen, ihr könnt nichts schaffen. Ihr seid isoliert. Und Jörg Meuthen hilft den Medien voll dabei. Er suggeriert auch den Leuten, ihr könnt nichts schaffen, ihr müsst euch ändern, ihr müsst dem Mediennarrativ hinterherrennen. Nur wenn ihr dem Mediennarrativ hinterherrennt, wenn ihr euch anpasst, sozusagen nicht den Dexit fordert, wenn ihr nicht das macht, was ihr für richtig haltet, sondern wenn ihr den Mediennarrativen hinterherrennt, dann könnt ihr die Leute erreichen, dann könnt ihr neue Wählerschichten erschließen. CDU und FDP wollen keine moderate AfD, sie wollen gar keine AfD. Niemand will so eine Partei, vor allen Dingen nicht die sogenannten Stammwähler, deren Jörg Meuthen sicher so sicher ist. In Wahrheit sind es keine Stammwähler, sondern es sind höchst aufmerksame und kritische Leute, die genau wahrnehmen, wenn die AfD diesen Leuten, wenn sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Und sofort, wenn die AfD ihre Glaubwürdigkeit verliert, dann springen diese Leute ab. Dann suchen sie sich eine andere Alternative. Stattdessen ist es so, dass die AfD systematisch ihre Reichweite ausnutzen muss, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Das zeigt sich über einige wichtige Umfragen. Die Leute sind der Ansicht, die Grünen wären die Besten im Klimaschutz. Natürlich sind solche Umfragen irgendwo sinnlos, aber was wird dadurch deutlich? Es wird dadurch deutlich, die Leute glauben an die Klimakatastrophe. Und wenn die Leute an die Klimakatastrophe glauben, dann ist natürlich klar, da sind die Grünen natürlich im Recht, wenn sie möglichst harte Maßnahmen wollen, um die Umwelt, um das Klima zu retten. Das heißt, der Ansatzpunkt ist der, die Leute davon zu überzeugen, dass es viele Hinweise dafür gibt, dass diejenigen, die das Klimakatastrophen-Narrativ verbreiten, dass sie unglaubwürdig sind. Dafür gibt es ganz viele Hinweise, die die Medien gezielt verschweigen. Und so ist es in allen anderen wichtigen Themenfeldern auch. Die AfD muss an die Leute herankommen und die Leute davon überzeugen, dass die Medien über weite Breite täuschen, wie sich es viele Leute nicht vorstellen können. Wie ich mir es vor 3 Jahren auch noch nicht vorstellen konnte. Aus meiner Sicht sind Briefkastenflugblätter das beste Mittel der Wahl. Und diesen Flugblättern sollte es nur darum gehen, den Leuten Medienalternativen aufzuzeigen, worüber sie sich informieren können. Man kann über ein Flugblatt schwer aufklären. Ich habe schon einmal einen Vorschlag gemacht,
wie so ein Flugblatt aussehen kann. Ich habe das Video hier oben verlinkt. Durch Umfragen wird außerdem deutlich, dass Leute im Alter von 30 bis 50 am meisten AfD wählen. Was sind das für Leute? Es sind aus meiner Sicht die Leute, die am besten informiert sind. Die Jugend, sie interessieren sich nicht für Politik normalerweise. Oder sie sind naiv. Und die alten Leute, sie haben keinen Zugang zum Internet. Sie gucken meistens kein YouTube, keine alternativen Medien. Man sieht ganz eindeutig, wie diese Leute alle noch CDU, SPD und nur wenig AfD wählen, die Internetgeneration bis 50 aber sehr wohl AfD wählt. Das heißt, man sieht ganz klar, es hat was mit Information zu tun. Es geht alles über die Medien, über das Kartell, das sie bilden. Natürlich ist es so, dass man den Medien kein Futter geben darf, dass man ihnen keine Munition liefern darf, die AfD rechtsextrem zu framen. Aber auch das wird von der Ost-AfD längst erfüllt. Aus meiner Sicht sind keine großen Skandale bekannt. Das liegt alles mittlerweile lange zurück. Im Gegenteil haben sich sogenannte moderate Leute durch Skandale hervorgetan. Beispielsweise Uwe Junge, der vor kurzem ausgetreten ist. Oder auch eine Verena Hartmann, die sagte, es wäre am besten, wenn Merkel gar nicht geboren worden wäre. Solche Poll-Statements. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.